Das Marktkaufgebäude in der Industriestraße in Deggendorf steht seit dem 18. August 2007 leer. Seitdem versucht die Stadt, einen neuen Investor für die Immobilie zu finden. Mitte letzten Jahres waren die Bemühungen erfolgreich. Die in Deggendorf seit 15 Jahren verwurzelte Möbelhauskette Superplus erwarb die Räumlichkeiten. Zum Jahreswechsel will man das Geschäft für die Kunden öffnen. Mit deutlicher Mehrheit hat Regens Stadtrat am Dienstagabend gegen die Änderung des Bebauungsplans für eine Teilfläche des Rodenstockgeländes gestimmt. 15 von 21 Stadträten lehnten das Vorhaben des Investors CEC Consult ab. Der Investor wollte das Rodenstockgelände nur unter der Voraussetzung neu gestalten, wenn er auch die Erlaubnis für einen großen Lebensmittelmarkt erhalten hätte. Kinderfernsehen ist, wenn Kinder Fernsehen machen. Das ist der Slogan von VJ Teens, einem Projekt, das die HDU gemeinsam mit der Stadtbibliothek Deggendorf ins Leben gerufen hat. Konkret geht es darum, ein sendefähiges Magazin von Kindern erstellen zu lassen, das nach 16 Projektwochen im Internet ausgestrahlt wird. Am Dienstagabend stand dazu ein Informationsabend in der Stadtbibliothek auf dem Programm. Insgesamt wollen 10 Jungen und Mädchen bei VJ Teens mitmachen. Los geht es am 17. Januar 2013. Nach dem Straubinger und dem Zwieseler Christkindlmarkt hat DonauTV den Christkindlmarkt in Landau an der Isar einmal auf Herz und Nieren geprüft. Auch diesmal ging es um die Kategorien Qualität, Preis, Service und Stimmung. Im Gegensatz zu seinen Kolleginnen stand Manuel Krüger bei diesem Test aber ganz schön unter Zeitdruck.